Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommandator 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir den German Jäger aus dem Clan H-M-N mit dem 6er mittleren Panzer der Schweden STAV-74 auf der Map Fischerbucht im Norden gestartet. 6er, 5er, 4 Gefecht, jawohl, was Kleines. Jawohl, und wir haben 4 6er, 4 5er und 7 4er. Darunter 2 Heavys, 8 mittlere Panzer, 4 TDs, ein Light, 0 mal die HD-Munitionsverteilung. 25 mal AP, Standardmunition, 15 mal Premium-Munition, 2 mal HE, kleines Redkit, kleines Wickkit und kleiner Feuerlöscher fährt hier auf die 1er Linie. Eben schon mal zur Mitte rüber. Nichts, da ist ein BT-7 aufgegangen. Ah, kommt da drauf. Jawohl. Ja, erster Treffer. Ja, er hat schon mal ein bisschen eingeschickt, der Kleine. Ja, dann befindet sich hier im Dreier-Platoon. Und zwar ist er bei Rasta Knaster aus dem selben Clan mit dem MD-25, den Light. Und der Terror-Schnecke aus dem Clan-Bande, ja, die jeweils auch STAV-74 bedient. Ja, oder den. So, wird erstmal hier vorgeschossen auf den, zum Busch hier. Oder doch nicht? Nein, doch, da oben. So, erstmal die Su-76M. Der Schuss kam nicht an. Ja, auch kleine Replays kommen hier mal zu Zuge. Also kleine Stufen. T-50-2. Auch während der Fahrt den T-50-2 zu treffen ist sehr schwer. Ja. 1 zu 2 steht es. So, BT-7. Ja, Kette gezogen, penetriert. Und raus mit dem. Jawohl. Erster Kill. Terror-Schnecke hat auch einen Kill. Da kommt der nächste T-6 Medium. Ja, Unterweine. Da kommt er durch. So, ich gehe auf. Nochmal einen Schuss setzen. 14 HP bleiben stehen. Da ist immer noch offen. T6 Medium zielt hierher. Jetzt zugegangen. Beide. Ja! Schusswechsel. T6 Medium trifft die Kette, zieht 24 ab und er kann die T6 Medium rausnehmen. Zweiter Kill, 4 zu 3. Reloadzeit sehen wir hier 4, 3, 9, 5 Sekunden. Ja. So, die Su-76M. Da haben wir noch den Stritzwagen M42. Beziehungsweise den STAV M42 ist das ja abgeprallt. Der war schon weg. So, T67. Da hinten wieder zugegangen. So, Rasterknasse steht in der Mitte auf Position E4. Hält die Mitte offen. Da kommt T-50-2 mit seinen 10 HP. Raus damit. Dritter Kill. Natürlich ist jetzt wieder aufgegangen. So, jetzt konnte wer auf den... Oh, hier. Es war noch offen. Er war noch offen. Ah, die schießen hier in den Busch rein. Ja, Kette muss noch repariert werden. Red Kit ist 3 Sekunden noch entfernt. Dann hat er das wieder. Ah, T67 hält hier rein. Ich würde da auch nicht mehr so hochfahren. Weil der T67 hält hier immer rein und der geht nicht auf. Steht da gegenüber. Oh, hier M41. Konnte erstmal. Kritischer Treffer. Der ging drüber weg. Über den M4A1 FL10. Ist ja ein Premium-Panzer, glaube ich. Ja, das ist ein Premium-Panzer. Nochmal T3485M auf der Gegenseite. KV2, KV1, Matilda und T28.
Das ist der T-67 gerade aufgegangen. Buster Knaster zieht erstmal jetzt durch da, um den T-67 offen zu halten. 18,9 steht es. 1324 Damage haben wir auf der Uhr. Da ist der T-28. Man wird fleißig auf den T-67 gestoßen, aber nicht getroffen. Ah, der ist hinter dem Bunker. Ja, hier gibt es Schlagabtausch mit T-67 und Rasterknaster. Ah, geht's weiter mit Schlagabtausch hier. Und MT-25, der Rasterknaster, konnte sich durchsetzen. So, zusammen haben sie jetzt 6 Kills. Ach, der Schuss ging in den Bunker. Da muss man mit der Granate schon... Oh ja, das waren 2 schöne Treffer auf den T-28. Und zack, raus, 4. Kill. 10-9. 1600 Damage. So, HP-Verteilung da oben. 1000 Unterschied, wenn man es so sagen kann. Ich kann ja mal Alt drücken hier. So wie das sieht das aus. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Ja. Jetzt müssen sie ja zurück zu Cap den beschützen. Ja, auf der Einzellinie haben sie gewonnen. Aber dafür ist die Mitte gefallen und die Stadt. Aber jetzt müssen erstmal die Gegner rankommen. KV1. Erstmal kritische Treffer. Kette gezogen. Nochmal Kette. Und penetriert. Und zack, blind rausgenommen. 5. Kill. So, M4. A1, FL10. Ah, schade. Jetzt kommt die Granate an. 163 Hitpoints hat der FL10 noch. Ah, wunderbar. Kannst du öfters machen, einfach da rausfahren. 20 AP. Und zack, da geht er raus. Rasterknaster hat den rausgenommen. Somit haben sie zusammen 9 Kills. So. Fährt der German Jäger hier in die Mitte. Mal schauen, wo die Gegner sind und sich verstecken. Matilda, T-34, 85M und der KV-2. Da ist der KV-2. Raster Knaster hat ihn aufgemacht. Ah, ist dabei. 52 HP noch. Und, jawohl. German Jäger nimmt den raus. Krieger in der Tasche, 6. Kill. Macht zusammen 10 Kills. Und ja, nochmal einen Schlagabtausch mit dem T-34-85M. Ach, da prallt er ab. Und fängt sich eine vom
T34M. Und kann den rausnehmen. Siebter Kill. So, 2 HP bleiben ihm doch. Und der Motor ist kaputt. Red Kit dauert noch 76 Sekunden. 11 Kills. Oh, der hört sich an wie so ein Sack Schrauben. Nicht mehr viel mit los. So, wo ist die Mathilda? Weit kann sie doch nicht sein. Ja, hat das Dreier-Platoon mir und die Gegner runterrasiert. Ja, okay. Ne? Sechser, Fünfer, Vierer Gefecht sind meistens neue Mitspieler oder Unerfahrene. So, da ist sie mit Mathilda. Sekunden noch, dass der Schraubensack hier mal wieder repariert wird. Steht hinterm Stein. Ah, kommt da drauf. Na, in dem Moment fährt er vor. Dreieinhalb Minuten noch. Ah, schöner Treffer. Insekt 28 Hitpoints noch den Mathilda. Und da geht die Mathilda raus. Jawohl, zusammen 12 geht's. Und wir sehen uns in den Stats. So, und da kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift entscheidender Beitrag. Ja, erster Klasse nur. Aber es geht hier um diese Auszeichnung. Crucial Contribution, ja. Entscheidender Beitrag. Und ja, haben sie die Kleinen abrasiert, die Anfänger. Ja, ist nun mal so, ne? Ja, und dann haben wir ja Schläger, Hand Gottes, Dualhand, Wirkungsfeuer, 42.665 Shredded XP, kommen wir später, gehen wir in Teamscore, 2.366 Damage, 7 Kills, 1.138 Basel XP, Aster Knaster hier mit seinem MT25 hat 1.183 Damage, 4 Kills, 1.086 Damage und die Terrorschnecke hier mit 8.515 Damage, 1 Kill und 388 Basis XP. Jemand den Report rein. 36 Mal geschossen, 25 Mal getroffen, 20 Mal durchschlagen. 853 Damage über 300 Meter. 228 Unterstützungsschaden, Aufklärungsunterstützungsschaden anderer Mitspieler. Gefahren 2,5 Kilometer rund, kann man sagen. Dann gab es hier 25.857 Credits, abzüglich Repair, Munition und Kits. Minus von 2.141, das Ganze in 11 Minuten 41, fast 12. Ja, dann war die Sache durch da mit der Mathilda. Und dann haben wir hier die Basel XP plus Missionsbonus 17.070. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ne? 17.070. Warum? Weil mein Geburtsdatum ist 17.07.70. Das ist mein Geburtsdatum. Geil, ne? Fehlt zwar eine 7, man kann es ja auch so lesen, ne? Ja, wunderbar. Ja, ein Platoon hier, Bonus 256 zu, macht 19.033 XP und 86 freie Erfahrung. Ja, schöne kleine Runde hier im Dreierplatoon. Schön anzusehen. Crucial Contribution. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.